Here you go, Dani. Einfach weitermachen. Sehr gut. Und freust du dich schon aufs Mittagessen? Kommt drauf an, was es gibt. Gemüse und Fleisch. Und Nudeln? Keine Nudeln. Keine Nudeln. Keine Nudeln für Dani. Das ist die Dani. Hallo. Okay, die Dani, mit der koche ich heute zusammen gesunde und schnelle Küche. Ihr habt vorher schon einen kleinen Clip gesehen von unten vom Training. Also die Dani trainiert hier. Wir hatten auch schon Personal Training zusammen. Jetzt bist du Mitglied im Trainingscenter. Und du hast es natürlich super gut mit der gesunden Ernährung, ne? Voll dein Ding. Ja. Okay. Also die Dani ist nicht so Fan von gesunder Ernährung, könnte man so manchmal sagen. Ist ja auch nicht schlimm. Jeder darf das selber entscheiden. Aber ich zeige dir doch trotzdem heute ganz gerne, wie gesund und schnell wir eigentlich kochen können, auch wenn du wenig Zeit hast. Du siehst, wir haben ein schönes Rindersteak, wir haben zwei Schlemmersteak. Die habe ich aus der Tiefkühle geholt, die hatte ich noch. Und dann habe ich aus dem Kühlschrank geholt, was ich da habe. Also zum einen haben wir hier Kürbis, Butternut-Kürbis, den wir anbraten werden, mit den Karotten, den Lauchzwiebeln und dann geben wir nachher noch ein bisschen Schafskäse drüber. Delicious. Und dann braten wir uns die Steaks an. 15 Minuten vielleicht brauchen wir dafür. Und dann können wir das Essen genießen. So, kriegst du die erste Aufgabe. Okay? Einmal in der Mitte aufschneiden, einen Löffel nehmen. Ihr hört den Herkules kratzen. Mein Gott, der hat Hunger. Der riecht das Fleisch. Und dann erhöhen wir den aus. Und dann müssen wir noch die Schale wegmachen. Okay? Kriegst du hin. Alles klar. Und das Zeug kannst du, gebe ich dir noch eine Schüssel. Kannst du dann da reinmachen, einfach danach in der Kompost. Und Spaß musst du auch dabei haben, Daniel. Spaß. Spaß. Ja. Gesunde, schnelle Küche voller Spaß. Ich stelle das mal hier hin, ja? So, ich schäle schon mal die Karottchen. Ansonsten ist auch immer eine Alternative, wäre auch immer einen Salat zu machen. Und vor allem fühlst du dich danach nicht so vollgestopft. Du bist nicht am Burger King oder sonstigen. Als ob. Weil das kannst du mir nicht verziehen. Nein, ich esse so gerne dort. Ich mag es. Das meint sie nicht ernst. Also sie isst sehr gerne hier. Sie mag das Essen, das ich koche. Ich habe noch nie hier gegessen. So, anderthalb Stunden später, Dani ist immer noch mit ihrem Kürbis beschäftigt. Ja, es kommt auch immer auf den Koch drauf an, wie schnell diese gesunde und schnelle Küche natürlich ist. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, ich weiß. Nee, war ja nur ein Spaß. Ich schneide jetzt mal hier die Lauchzwiebeln, kannst du danach noch machen. Müssen wir noch waschen. Wie viel nehmen wir? Magst du das Zwiebeln? Lauchzwiebeln gehen. Okay, drei Stück. Weißt du gar nicht, was wir kochen? Ja, wir braten das an. Ich kann das auch, aber nicht mit Kürbis. Boah, jetzt das Nahaufnahme, Nahaufnahme, neue Special Küche. Also erstmal gut geschnitten, ja, und es sieht doch super lecker aus hier. Ja, stimmt, ja, natürlich habe ich die Fetten geschnitten. Du, das verstehst du nicht, das verstehen Frauen oft nicht, ja. Es muss nicht immer klein und schön und super sein, das ist gesunde, schnelle Küche, bam, 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 geht das. Okay, auf jeden Fall trotzdem, sieht doch super lecker bunt aus. Also wenn das nicht delicious ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, das Gemüse braucht ein bisschen länger. Was wir jetzt als erstes machen, ist das Rindersteak. Das drehe ich jetzt gleich, dann hauen wir das noch ein bisschen in den Backofen. An der Zeit, was? Sehr gut. Sehr gut, ne? Ja, und in der Zeit hauen wir dann die Schlemmersteaks drauf und bis dahin dürfte dann das Gemüse auch durch sein. So, wir können jetzt natürlich auch eine Soße dazu machen, wenn du möchtest. Oder wir probieren das erst so. Wir probieren das erstmal so. Ja, denke ich auch. Wir würzen das nachher lecker. Dann haben wir richtig geiles, leckeres Gemüse. Mit was haben wir es jetzt gewürzt? Das hast du gemacht. Kurkuma. Ja. Kurkuma, Salz, Pfeffer. Und jetzt kommt ja gleich noch der Feta-Käse drüber. Die zweiten Steaks sind jetzt in der Pfanne. Ich hasse die Steaks in der Pfanne zu machen. Du? Weißt du, ich grill lieber. Ja. Das ist echt das Einzige, was mich, also das mache ich sehr ungern eigentlich. Weil die werden einfach nicht so, wie sie werden sollen. Das ist echt schwer. Den hier können wir, glaube ich, ein bisschen runterschalten. Dann geben wir mal den Feta an zum Kochen, bevor du probierst. Mein Fazit? Ja, zum Kochen, bevor du probierst. Hättest du so jemals gekocht? Nein. Wieso nicht? Weil ich hätte schon auf jeden Fall die Karotten viel kleiner geschnitten. Oh.
Mein Gott, warum? Nee, so hätte ich nicht gekocht. Ich hätte Nudeln gemacht. Okay, du kannst dich auch hinsetzen. Du darfst voll ehrlich sein. Ist heiß, ne? Das Einzige, was ein bisschen länger gedauert hat, ist halt das Fleisch, bis das richtig durch ist. Aber ansonsten, das Gemüse ging ja echt fatzig. Und ich habe nicht abgeschmeckt, wie immer. Das schmeckt gar nicht schlecht. Ah! Ich kann dir aber den Trick verraten. Es liegt wirklich zum einen an dem Gemüse, was du ein bisschen willst, weil das Gemüse ein bisschen süßlicher ist, durch den Kürbis auch und die Karotte. Und das nächste ist der Feta-Käse. Bringt einen verdammt leckeren Geschmack rein. Also, wir lernen, gesunde und schnelle Küche, gar nicht mal so schlecht. Das bedeutet bei der Dani, dass es sehr, sehr lecker ist. Und dass es sich lohnt, Zeit zu nehmen, sein eigenes Essen kurz zu kochen. Auch wenn wir ausnahmsweise mal vielleicht irgendwann mal irgendwo was holen. Aber ansonsten auch nur Restaurants immer darauf achten, dass wir die gesunde Variante nehmen. Jeder kann sagen, anstatt Nudeln oder Pommes hätte ich gern eine Portion leckeres Gemüse, Grillgemüse oder so. Ja. Leute, wir genießen das Essen. Die Dani sagt auf Wiedersehen und bis bald. Ciao. Und denkt dran, alles ist machbar.